hier irgendwie zu niedrig eingestellt. Oh, there we go. Das ist doch schon viel besser. Da quatsche ich mich dann auch nicht tot. So. Na. Will ich mich hören? Auf keinen Fall. Doch. Doch. Ich will mich hören beim Stream. Das ist super angenehm. Wie gesagt, hier ein bisschen über die Werkstattphilosophie, was da kommen kann die nächsten Jahre oder sollte. Und dachte, ich zeige euch mal ein paar Pins, was ich mir so gemerkt habe und was ich davon schon umgesetzt habe. Das wird vielleicht spannender, also so, fast so ein Lotto. Wir gehen mal ganz runter und gucken mal. Weil es ist ja meistens so, man sammelt die Pins und denkt sich dann, ja, irgendwann werde ich den Scheiß nochmal brauchen. Aber in Wahrheit sammelt man nur und sein Gehirn sagt dann, ja, das habe ich schon gemacht, top. Dann guckst du dir die Werkstatt an und denkst dir, ist es nicht so schön wie hier. Den 3D-Drucker wollte ich noch anwerfen. Was wollte ich denn machen? Seht ihr? Da können wir auch gleich mal gucken. Hier habe ich nämlich auch noch eine Pinnwand mit diversen Projekten, die ich mal irgendwann drucken wollte. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, hier parallel noch einen Druck reinzuschmeißen. Ich glaube, ich mache den schon mal an, dass der dann schon vorläuft. So. Kleiner. Hast du Bock? Hast du eine Wahl? Beides nicht. 3D-Drucker. Der muss tun, was ich sage. Ja, wie gesagt, mundfusselig schon geredet heute. Dann müssen wir jetzt mal zum Boden der 800 Pins. Let's Play Pinterest. Ich glaube, das ist ein toller Streamtitel. Nice. Gibt's das schon? Lass mich mal schauen. Kann man Pinterest? Nein, kann man nicht. Bedauerlich. Sind wir mit Just Chatting, glaube ich, genau richtig. Wobei, wir wechseln mal, glaube ich, in, wie hieß es denn, Herstellen und Basteln. Jetzt mit die Kategorie mal rein. Und da müsste ja eigentlich auch möglich sein, das auf Pinterest zu setzen. Gib mir eine Sekunde. Zack, bumm. Jetzt ist alles richtig. So, das ist nochmal eine schöne Ansage. So, ich gucke jetzt mal mit dem 3D-Drucker da hinten. Den seht ihr ja gar nicht, sehe ich gerade. Also hinter mir sind ein paar SLA-Drucker. Dann sind neben mir noch, kann ich gleich mal zeigen hier, da sind noch zwei FDM-Drucker, die werde ich jetzt nochmal anschmeißen. Und ansonsten schauen wir dann, dass wir den Abend dann relativ entspannt rumbringen. Wir warten hier noch, ein Kollege von uns setzt gerade noch seine Website anscheinend komplett von Null nochmal auf. Die ist down gegangen und den soll man eigentlich nach Hause fahren, aber der kann jetzt natürlich nicht, weil ohne Webseite läuft gar nichts bei ihm und dementsprechend warten wir noch, bis er damit fertig ist. Wenn er dann mal irgendwann reinkommt, schmeiße ich ihn auch gerne mal mit drin hier. Da gucken wir, dass wir irgendwie noch Mikro rankriegen, das ist noch nicht so einfach. Und dann ist es da. So, hier ist der Boden meiner Pinterest-Wand. Was soll ich sagen? Diese Batterie-Geschichte, die ist von der Idee her auch ganz schön. Ich meine, das hier, darüber reden wir jetzt gerade, Sekunde, das Gerät. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Aber ich habe festgestellt, so viele Batterien haben wir im Haushalt gar nicht. Und es lohnt sich nicht, ein so riesiges Klarsicht-Dings irgendwo hinzuhängen, nur weil da irgendwie mal drei 12-Volt-Blöcke drin sind. Das macht vielleicht Sinn hier für den Makerspace, ja. Oder eine Werkstatt, wo halt viele Batterien verwendet werden. Aber für meinen Heimbedarf, ich habe einfach eine IKEA-Box und da kommt der ganze Scheiß rein mit dem Ladegerät gleich, wird aufgeladen, gemessen und die leeren kommen dann in den Abfall, also in die Entsorgungsstellen an den entsprechenden Supermärkten und der Rest ist so gering, also wenn ich welche brauche, hole ich welche, ist also von meiner Seite raus. War eine schöne Idee damals, habe ich mir noch gedacht, so ja, könnten wir mal irgendwann brauchen, ja, das ist lang gehegter Wunsch. Den muss ich mal vielleicht auch nächstes Jahr angehen, denke ich. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo ich das Ding hinstelle, weil ich musste, glaube ich, erst die Garage sanieren, damit wir überhaupt weiterkommen, aber die Mitre Saw Station oder die Kappsägenstation hier ist wirklich eine schicke Sache. Wobei die mir, wie sie jetzt hier steht, noch zu simpel ist, im Sinne von, wenn ihr genau hinguckt, da sind Leerräume zwischendrin und dieses Scheißding macht so viel Staub, da lohnt es sich dann wirklich nicht, irgendwas offen zu lassen, sondern das würde ich dann mit einer Schutzhaube bauen und entsprechend auch den Tisch in der Mitte, den wollte ich immer verstellbar, falls dann doch mal was anderes kommt. Oder man die Plattform, auf der die Balken liegen, einstellen möchte. Also, wenn sie mal irgendwann nicht plan sein sollte.
Deswegen das mit dem Tisch zu lösen, okay, kann man machen, finde ich ganz nett, aber ich habe dann halt gerne die Kontrolle und es ist nicht so schwierig, eine Plattform zu bauen, die hoch und runter fahrbar ist, dann mit der Säge drauf. Aber auch noch nicht gebaut, nie fertig geworden. Dann witzigerweise, wenn ich das hier sehe, okay, das habe ich noch nicht gemacht oben mit den Besenstielen etc., das wird bei mir nicht kommen, das finde ich absoluten Quatsch, weil, nee, kann ich mir auch was 3D drucken, das fand ich auch Quatsch, da was anderweitig zu verwenden, weil wenn man die Dinger zu Hause hat, okay, aber ganz ehrlich, das ist super unordentlich und seht ihr auch, das hat so runde Ecken hier unten drin, das heißt, da passt viel weniger ran als woanders. Das hier habe ich sogar umgesetzt. Nicht mal mit einem Handtuchhalter, sondern mit einer einfachen, wie heißt das Zeug? Das sind irgendwie 15 mm oder was, Kupferrohr. Das habe ich zu Hause einfach für meine ganzen Zangen etc. benutzt. Gar nicht mal für Klemmen, sondern wie gesagt, für Zangen zur Bewahrung. Kann ich mal zeigen bei Gelegenheit. Aber das ist tatsächlich fertig geworden. Also ein Punkt. Können wir mal hier irgendwie so eine Statistik führen. Lasst mich mal gucken. Da bastel ich mal was, ja? So. Text. Status Pinterest. Und da sagen wir mal jetzt mal ein von 818. Haben wir schon geschafft. Wunderbar. Den nehmen wir jetzt mal hier unten mit drin. So. Ja. So. Dein. Machen wir einen Übergang. Habe ich es richtig gemacht? Nice. Wir haben einen Pin von 818, den wir schon umgesetzt haben. Da bleiben noch ein paar übrig, würde ich sagen. Ah, das Ding. Ich habe es mir immer mal wieder angeguckt und mir auch überlegt, ja, ist das nett? Aber ganz ehrlich, mit einem ganz normalen, wie heißt das Ding? Komm schon. Mit einer Schieblehre. Die habe ich sowieso immer rumliegen, habe ich mehr Erfolg gehabt, als jetzt mir irgendwie den Drill Guide zu bauen, weil ich habe halt nicht einen Achterbohrer, ich habe irgendwie 14 oder sowas in der Richtung. Und da lohnt es halt nicht nur eine Aufbewahrung für einen Bohrer zu machen. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, die Ersatzbohrer kommen woanders hin, aber das Ding finde ich halt Quatsch. Also finde ich wirklich nicht clever genug, um es wirklich zu bauen. Das da, das geistert mir noch schon seit Ewigkeiten im Kopf rum. Ich finde das eine gute Lösung. Also. Von den Alternativen, die ich kenne, ist das noch am cleversten, hier irgendwie die Akkuschrauber reinzuhängen. Habe ich noch nicht gebaut. Warum? Keine Ahnung. Ist ja nicht viel Arbeit, wenn man sich das anguckt. Aber könnte man mal tun. Ich glaube, wir hüpfen mal ganz kurz, um zu schauen, was da denn abgeht. Schüpfen wir nochmal kurz in meine Pins. Und zwar in die. Ich habe so eine 3D-Druckliste. Don't print shit, da ist ja. Genau, was wollten wir denn schon immer machen? Oh, so vieles, was sinnvoll ist zum 3D-Drucken. Heidenheide, da weiß ich gar nicht so recht, was man da machen soll. Ah, die Dinger. Geil. Corner Brackets. Gar nicht mal so blöd, wenn man irgendwie Strukturen aus Aluminiumprofilen baut. Riesenfan von dem Zeug. Das fand ich auch immer ganz nett, diese Klemme, die es da gibt. Und so kann es hier irgendwann mal aussehen. Ja. Das ist mal eine Printfarm. Heidebitzka. Ja, da sind wir noch weit von entfernt, glaube ich, hinter uns hier. Aber, ah, genau, die Dinger. Da haben wir sie. Die Detachable Speaker Mounts. Da wollte ich tatsächlich mal gucken, dass ich meine. Ich habe so Lautsprecher zu Hause, aber da finde ich wieder nicht schön. Hier ist das Loch mir persönlich zu nah am Rand. Da kann man fast überlegen, ob wir es nicht selber designen. Bin ich ganz offen. Also finde ich nicht gut genug, um es zu drucken. Das, da könnte mehr gehen. Entschuldigt bitte, ich werde ein bisschen müde mittlerweile. Und ja, das ist auch eine nette Idee, wenn ich ehrlich bin. Also das irgendwie für den Garten zu drucken, ja, müsste ich mir überlegen, aber dann hier halt nochmal Farbe dran und dann schick und schön die Teile. Ah, clever. Tatsächlich clever. Also das ist insofern geil. Ich mache ja viel mit Aluprofilen etc. Und das 3D zu drucken ist wirklich eine coole Idee. Auf der anderen Seite, die Dinger kosten halt auch nichts, wenn man sie kauft. Also sie sind wirklich günstig. Deswegen weiß ich nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Gut, das haben wir es doch. Auch hier denke ich mir wieder, prinzipiell gute Idee, was der gute Mann gemacht hat hier. Ne? Wir gehen mal auf Thingiverse, gucken uns das mal an. Prinzipiell
Gute Idee. Hier mein Problem damit. Also ist ja schön und gut, dann ist die Nuss da unten drin und kann sich bewegen. Aber warum designt man es nicht gleich so, dass man die Nuss hier drinnen versteckt, dass sie an das Holz dran gezogen wird? Wer weiß? Weil ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass das Ding halt eben nicht drin bleibt und einfach auch rausfallen kann. Also prinzipiell, wie gesagt, tolle Idee. Dann fehlt mir hier die zweite Mutter, damit man den Fuß auch anziehen kann. Könnte man mal downloaden und slicen, aber ja, komm. Ach. Kinder, habe ich euch erzählt, dass ich auf Thingiverse geblockt wurde. Ich weiß bis heute nicht warum, habe einen Support geschrieben, aber da läuft was ganz gehörig schief. Wollte nochmal kurz reinhören, ob da alles okay ist. So, eine der 3D-Druck-Sachen, die wir schon lange machen wollten. Genau, wir kommen von da oben. Ach so, ja. Und zwar gibt es hier irgendwo, wenn ich mich noch recht ins. Oh. This is clever. I like. Weil ich habe tatsächlich ein Riesenproblem, meine verdammten Gürtel zu Hause zu sortieren. Also, das ist wirklich clever. Auch das ist nicht schlecht. Könnte man 3D. Habe ich mir auch teilweise auch gemerkt, wenn ich es mal selber designen möchte. Oh, ein guter Spulenhalter, das wäre vielleicht mal für hier interessant dann. Ich überlege, aber wir können halt, das ist das Problem mit diesem Makerspace, in dem ich sitze. Es ist alles schön und schön und gut und nice, aber in dem Makerspace dürfen wir nichts, nada, niente an die Wand machen. Weil die Wände, das ist alles Denkmalschutz hier, da geht gar nichts. Dementsprechend ein bisschen schwierige Sachen für die Wandbefestigung mitzunehmen. So, was haben wir denn noch hier? Ja, Filamentzähler, nette Idee für die Holzbalken, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte Feierabend machen, aber Modular Carriages. Ja, das, wie soll ich sagen, das fand ich immer eine nette Idee so zum 3D-Drucken, aber es braucht halt auch ultra lange. Hätte aber den Vorteil, dass man sich einen Laser oder eine CNC-Maschine oder irgendwas in der Richtung relativ einfach selber bauen kann. Also ein paar von den Carriages und you're off to go. So, ich habe ja vorhin so ein bisschen gemeckert über diese Batteriespender. Finde ich schon fast besser als den davor. Vor allem die kann man aufeinander stapeln. Cleveres Design. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie lange die brauchen. Müsste man mal einfach schauen. Aber das wiederum gut gemacht. Ja, also da könnte ich mir nämlich so einen Turm vorstellen. Dann geht es in die Höhe und alles, was in die Höhe geht, ist ein gutes Platzmanagement. Seht da, meine Brille fliegt nämlich im Auto immer rum. Wollen wir das denn einfach drucken? Vielleicht sogar mit. Ich überlege gerade, ob ihr dafür vielleicht so Glow in the Dark Filament nehmt. Eigentlich hätte ich gerne schwarz, haben wir aber gerade nicht da. Oh, auch nice. Nicer Move. Also diese Dinger, die können manchmal brechen beim PC-Bau, aber auf der anderen Seite wieder kostet nichts. Ist so oft kostenlos mit dabei. Sehe ich dann einfach auch nicht ein. Ich glaube, ich hab's. Aber da müssten wir halt irgendwo noch ein Gummi herkriegen. So Gummischnur oder sowas. Auch Mangelware hier in den meisten Fällen. Nichts, was man da hätte. Ja, die Rocket. Ganz ehrlich, auch hier nette Idee. Prinzipiell, um halt irgendwie Silikontuben zuzumachen und solche Geschichten. Aber in den meisten Fällen, wenn ihr mit Silikon arbeitet, habt ihr auch irgendwo eine Schraube, dreht die Schraube rein. Fertig. Die kriegt ihr vor allem auch wieder rausgedreht. Das ist gut hier auch mit dem Hebel, aber müsste ich jetzt korrigieren, dass ich das cool finde. Das Eckending für die Kabel finde ich wieder sexy. Das wäre vielleicht auch so zum mobilen Verlegen manchmal ganz praktisch. Auf der anderen Seite zieht sie das halt weg. Noch nicht überzeugt, dass das das ist, was wir heute drucken. Entschuldigung. Oh. Ups. Zum Glück haben wir noch nicht viele Zuschauer bei uns hier. Sonst wäre das echt peinlich geworden. Ja, so viele habe ich gar nicht. Ich glaube, da gehen wir direkt mal auf Thingiverse und gucken mal so. Wobei mich das Ding hier schon reizt, aber halt auch nicht in Gold. Was haben wir denn da? Explore. Das Französisch, das steht, wir entdecken. Der Impossible Cube, Rotary Tool Support. Oh. Oh.
Das könnte interessant sein, wenn es denn ein schnell. Nein, ist es leider nicht. Kein Schnellverschluss. Dementsprechend gar nicht mal so spannend. Das ist nicht cool genug. So. Ich benenne mal gerade den Stream um in Don't Print Chat und schau mal, ob das was hilft. Auf der anderen Seite. Dann können wir hier auch mal 3D-Druck. Ja, wir können auch 3D-Modellierung. Das passt so. Rausgeschoben, fertig. Den Garbage Bag Dispenser finde ich tatsächlich gar nicht mal so blöd. Weil, wenn ihr nicht wisst, wohin mit Mülltüten und die irgendwie rausziehen müsst, nett. Dauert aber zu lange, kann ich hier nicht reinwerfen. Muss ich auch. Okay, das fand ich gerade ganz knuffig. Es hat übel scheiße geprintet, aber nicht schlecht. Nette Idee. Es gibt halt. Oh, Texturrollerstempel. Hey, habe ich nicht nämlich noch eben noch drüber beschwert? Das ist doch cool. Ja, ich glaube, das drucke ich. Das finde ich tatsächlich mal einen vernünftigen Vorschlag so. Auf der anderen Seite. Ja gut, wenn man noch einen Gummi reinmacht, könnte das funktionieren. Ich würde sagen, den hauen wir mal rein. Da ist mir nämlich die Farbe egal, das können wir mal mitdrucken hier. Und den hauen wir dann gleich mal in den FDM und schauen dann, was der sagt. Stichwort. Ich habe ja gar keinen Slicer ins. Was nehmen wir denn da? CUDA. Oder ich gehe auf einen anderen Rechner oder. Können wir einen Prusa-Slicer downloaden. Jo. Okay, cool. Ich habe noch gerade gelesen, was die da noch erzählt haben, dass die jetzt ein neues Auto-Update haben. Wir kommen ein bisschen off-track langsam, habe ich das Gefühl. So, wir waren nämlich eigentlich. Oh Gott, wir müssen ins Bettchen. Ein neuer Zuschauer, grüße dich ganz herzlich. Wir gucken hier ein bisschen durch Pinterest und schauen gerade, was es an Projekten noch gab, die wir nochmal machen wollten oder nicht und was Sinn macht, gedruckt zu werden oder man einfach die Finger davon lässt. Denn dementsprechend schauen wir hier gerade durch, gucken ein bisschen, was da Sinn ergab. Das ist so meine Werkstatt-Pinterest-Liste und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber. Der Counter unten steht für die Anzahl an Projekten von diesen 818 Pins, die ich mir gemerkt habe, die ich tatsächlich gemacht habe in der Zwischenzeit. Wie sieht denn eure Statistik aus? Also wenn ihr eine eigene Statistik habt, schreibt mir gerne, ob ich der Einzige bin hier mit dem Problem, dass man, ja, man sieht sowas, denkt sich, oh, Pinterest voll nice, cool, wie clever die das gemacht haben. Und dann denkt man irgendwann drüber nach, denkt sich schon so, ja, nee, aber es taugt mir halt einfach nicht. Es ist nicht clever genug so. Auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, die haben es fertig, ne? Ich hatte eben nochmal nach 3D-Drucken geguckt, die wir reinhauen, während wir hier munter lustig streamen beamen. Aber da habe ich noch keinen Slicer auf dem Rechner gehabt. Da muss ich mir nochmal gleich einen runterladen. Wie gesagt, jetzt von den Projekten her hier durchaus spannend, was da alles noch nicht gemacht war. Das muss ich ehrlich sagen, sau clever. Allerdings nicht mit einer Tüte, also wenn ihr Schrauben habt, irgendwie die im Sägemehl liegen und so ein Kack und mit einem Magneten und einer Tüte und das direkt in die Tüte, muss ich sagen, den Trick habe ich schon verwendet. Da müssen wir einen Counter einmal anpassen hier. Da müssen wir einen Pinterest-Counter einmal hier anpassen. Das sind jetzt nämlich schon zwei von 818 Projekten, die wir mal ausprobiert oder gemacht haben. Nice, here we go. Sehr enttäuschend. So, Werkstattpläne gehen wir mal rein. Ja, wie gesagt, auch Camper-Ausbau und sowas ist ja noch da. Das kommen wir mal so beliebig runter. Das ist ein Projekt, das würde ich gerne mal hier im Makerspace-Livestream machen. Und zwar ist das eigentlich ein total simples Projekt, was unfassbar viel Spaß macht, aber übelst geil ballert. Nämlich, ihr nehmt ein altes Auto und ich habe noch ein echt gutes am Start. Aus meinem ehemaligen Bora.
der arme Kleine. Und hier eine Box zu bauen, die dann halt gleich ein paar Anschlüsse hat, alles übelst clever. Und ich glaube, auch da will ich dann diese ganzen Shoots von den Lautsprechern entweder 3D drucken oder einfach nur Lautsprecher einbauen. Hier, schöne Ausführung. Also ich weiß nicht, ob ihr das geil findet, aber so eine Box einfach mit einem guten Radio, mit einer guten Endstufe drin, ballert. Genauso wie ich baller. So. Dementsprechend, naja. Ja, aber liegt auch noch unfertig in der Werkstatt. Müssen wir mal offen drüber reden, dass das nie fertig wurde. Ach, soll ich mich beschweren? Ich ändere auch dauernd den Stream-Titel, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen Let's Play Pinterest und ja, aber eigentlich ist das ja hier Casual Talk, was wir machen, ne? Ich meine, ich kann euch leider nicht hören. Das wäre zu schön. Come on. Wir müssen das, glaube ich, mal zu. Ah, das passt schon. Das ist okay. Ja, für den lieben, den Zuschauer, der gerade dazu kam, wir sind hier im Zeitzer Makerspace, ganz alleine heute wieder im alten Franziskanerkloster. Nichts los hier, denn ich habe schon einen Livestream gemacht, vorhin über einen Laser, den ich aufgebaut habe. Der Ortus, der steht hinter uns. Wenn ihr darüber was wissen wollt, schreibt es einfach rein, dann kann ich mich auch mehr mit dem Ding beschäftigen. Also wir haben ja eine ganze Menge Zeug da und meine Aufgabe ist hier ehrenamtlich ein bisschen was zu streamen und zu machen. Und das hier ist jetzt mein Privatstream nach dem offiziellen Stream, wo ich so ein bisschen Dampf ablasse nochmal und nochmal. Ja, ich sehe gerade was sauklar was. Warum habe ich das noch nicht gebaut? Das ist nämlich so ein Standardproblem, dass man einfach zu viele Klemmen. Ich glaube, weil die Kacke einfach rausfallen wird. Aber wenn man schräg ansetzt, könnte es cool sein. Müsste ich mal schauen, was aus dem geworden ist. Ist aber noch kein Treffer. Das hier wiederum ist gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so blöd, aber folgendes Problem, was ich damit habe, würde ich halt 3D drucken. Die Tuben einfach 1 zu 1 nach oben raus. Gut, bräuchte man Support. Aber dann halt zumindest die Deckel mit Gewinde machen. Ja, also das sehe ich dann wieder nicht ein, dass das nur so ein Steckdeckel ist. Das macht überhaupt keinen Spaß, das auseinanderzuziehen. Quatsch. Ich bin trotzdem gespeichert. Pinterest, ne, verleitet dazu, sich Ideen zu speichern, die man vielleicht nie umsetzt. Und das Zeug hier, die ganzen Halter, die muss ich dringend bauen. Also dafür habe ich eigentlich eine French Cleat zu Hause hängen. Das ist das Ding im Hintergrund, wer es nicht kennt. Aber das müsste man mal auch angehen. Ach, so viele schöne Projekte und man macht dann doch so wenig damit. Aber wer beschwert sich denn? Ach, guckt euch das an hier. Das habe ich gemacht, aber nicht fertig. Zählt also nicht. Schade eigentlich. Was soll man darüber noch sagen? Oh ja. So hätte es dann ausgesehen. Oh, ja. Die Restauration von meiner Drehbank, die wird sich wohl auch noch hinziehen. Ich habe eine, die ist zu Hause, sie ist da. Alles, was die Kleine noch braucht, ist ein kleiner Motor und dann ist gut. Dann könnten wir die Drechselbank auch verwenden für Holzarbeit und solche Geschichten. Aber ist nicht fertig geworden. Das habe ich gemacht. Cool. Das gibt einen Punkt. Das haben wir nämlich schon gemacht, tatsächlich. Das ist in meinem Space zu Hause mittlerweile in der Werkstatt schon gebaut. Also so Schränke zu bauen, vor allem dann auch mit hinten, wie heißen sie? Na, Sackzement. Komme ich jetzt nicht drauf. Es gibt aber auf jeden Fall da hinten, wie gesagt, diese spezielle Schicht. Ihr seht die Maus, oder? Hier, wenn ich die bewege. Nein, tut er nicht, tut er doch. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall diese Auskerbung hier hinten, das da oben. Das ist eine tolle Bauweise, sage ich euch. Macht auch Mordspaß. Aber ich habe gesehen, die haben das ein bisschen cleverer gemacht als ich. Und ich habe auch viel zu dickes Holz verwendet dafür. Traue ich noch ein bisschen nach. So viel zu tun. Und was haben wir jetzt da gerade? Drei. Drei von 818. Stimmt nicht. Haben wir auch gemacht. Seht ihr, wir sammeln doch noch ein bisschen Punkte hier. Das sind ja schon vier von 818 Projekten, die wir durchgeführt haben. Übrigens auch sehr praktisch, bis ich mir dann irgendwann mal Eckenklemmen gekauft habe. Und dann habe ich das gar nicht mehr gebraucht. Also war kurzzeitig cool, aber
Was soll ich sagen? Gut. Ja, nicht so, aber ich besitze tatsächlich auch eine selbst zusammengepfuschte Akkubohrerstation. Ich denke, dafür können wir uns noch einen Punkt gönnen, oder? Ja, das ist eine sehr nette Sache. 5 von 818, das ist enttäuschend. Auf der anderen Seite, ne, irgendwann wird es dann schon fertig. Ich habe gerade einfach Lust, nur zu schlafen. So richtig müde vom Tag. Ich glaube, das liegt daran, wie gesagt, wir haben vorher ja 2 Stunden ja durchgestreamt und das ist doch schon ermüdender, als ich mir vorgestellt hatte. Toller Pin. Kann ich nach wie vor nicht drüber meckern. Ist eine super geile Idee für Zangen. Nie gemacht. So, lieber Haubenfiete, was hast du denn da noch vorne? So, Tobi ist zurück. Tobi steht dafür noch. Schade. Also entspannt. Der versucht da, glaube ich, noch mit dem Support seine Webseite zum Laufen zu kriegen, der arme Kerl. Oh boy. Wieso habe ich mit da. Oh. Das ist clever. Das ist richtig clever, was die gemacht haben. Das könnten wir vielleicht in Berlingo Bingo einbauen. Aufbau noch nicht. Ich habe dir doch sowas mal geschickt. Was du mir alles schickst, Tobi. Genau das habe ich dir geschickt. Zieh, 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 zack. So, so Ja, habe ich ihn. aber nicht mit Aluprofilen. Das ist der Witz an der ganzen Sache für mich. Ich bin Tobias, ich habe keine Ich habe Webseite mehr. Diabetes und ich bin gewichtig. Aber Mein ich Name finde ist das Scott richtig gut. Merkinson, ich habe Diabetes. Was ist denn eigentlich mit den 2 Dingern? Habt ihr die jetzt angeleckt oder kann ich die essen? Hä, die kannst du essen, Warum klar. liegen die dann da noch? Weil wir diese vorhin angeboten haben. Man hört dich nicht, auch wenn das Ding anmachst. Ist mir egal. Ich habe keine Option gefunden, wie zu wenke ich So, zwei auf Toilette. Tonquellen rein. Ich werde wahrscheinlich eine Soundkarte können wir kaufen. Oder du bringst nächstes Mal dein USB-Mikrofon mit. Oder ich bringe nächstes Mal mein fucking Audio-Interface mit, das drei Eingänge hat. Oder jeder bringt was mit. Beide vergessen es und warum läuft der Drucker nicht? Weil ich Warum läuft der gerade Laser nicht? live hier aussuche, was ich denn jetzt drucken möchte. Warum läuft der Laser nicht? Warum läuft der Warum Laser läuft nicht? deine Webseite nicht? Fragen über Fragen und die Antwort Warum ist kennt nur meine der Wind. warum rutscht meine Hose beim Enkel kaputt? Der Drucker läuft nicht, weil ich noch was slicen wollte. Das kann ich dir Liebe gerne mal Grüße schicken. nach Christian. Ach, den hast du gerade dran? Sehr gut. Sehr gutes Gespräch. Soll ich mal muten?